Insanity, meine Besten, hier ist Voigmark und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play Limbo. In der letzten Folge sind wir hier in diese Fabrikhalle gekommen, haben den Regen eingeschaltet auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer, hatten doch noch ein letztes Mal die Spinne gesehen ganz am Anfang. Ja, sind auf unserem Abenteuer weitergekommen, die Rätsel werden langsam etwas komplexer und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter und versuchen, ja, irgendwie mal wieder ein Zeichen menschlichen Lebens zu finden. So. Oh ja, an dieses Rätsel erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut. Das hier ist ein Rätsel mit multiplen Schaltern. Und ja, das richtig zu lösen, das ist, glaube ich, nicht ganz einfach, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt muss ich gerade echt überlegen, wie das hier ging. Okay, genau. Ich meine, jetzt müssten wir den Schalter da unten wieder aktivieren. Was anderes macht im Moment ja auch nicht viel Sinn. Nein, so. Ja. Ah, genau, richtig. Damit machen wir nämlich genau die Schleusen dicht. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob das wirklich so viel Sinn macht und ob wir das überhaupt wollen. Ist hier oben was? Nee. Oh Gott, dieses Rätsel, ey. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an dieses Rätsel. Und ich erinnere mich daran, dass ich nie so hundertprozentig genau wusste, was ich da eigentlich getan habe. Moment mal. Ah ja. Ah ja. Nee. Ah nee. Nee. So läuft das nicht. Obwohl, doch, ich glaube. Warte, ist der jetzt nicht weiter unten inzwischen? Dann müsste er jetzt doch eigentlich. Dann müssten wir jetzt doch eigentlich, wenn der weiter unten ist. Nein, das macht ja eigentlich keinen Unterschied, oder? Momentchen. Obwohl, ich meine, jetzt müssten wir natürlich, wenn wir ihn jetzt hoch machen, müssten wir eigentlich gerade noch genug Zeit haben, um, ja, ich wollte gerade sagen, um darauf zu kommen. Aber dem ist natürlich nicht so. Nee, da kommen wir jetzt aber nicht rauf. Ach, Jesus Christ, wie ging denn dieses blöde Rätsel hier jetzt? Mal schauen. Ja, wenn man wenigstens nicht immer so hin und zurück müsste hier. Wenn man mal so ein bisschen in der in Physik aufgepasst hätte damals, ne? Das wäre jetzt auch super. Ah. Weiter runter. Wie geht das nochmal? Verdammt. Verdammter Hacker aber auch. Jetzt ist der Pegel gleich, genau. Aber wie kriegen wir diesen blöden moppelkotzigen Pegel höher? Das ist jetzt meine große Frage. Ja, jetzt muss ich ja ausgleichen, genau. Eigentlich zumindest. Wenn die Schleuse da unten offen ist. Das bedeutet also, wenn sie jetzt zu ist, man da fast nicht raufkommt. Dann ist das trotzdem alles scheiße. Oh, jetzt geht's gerade. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe, aber es gefällt mir, weil es hat funktioniert, okay. Ah, okay, alles klar. Wir kommen immerhin weiter. Das ist im Moment echt das Wichtigste, dass man nicht ewig an so einem Rätsel hängen bleibt. Ich glaube, das war auch das für mich immer komplizierteste. Oh, Mist. Okay. Das war dumm. Nee, das war gerade jetzt wirklich nicht so klug. Dann sollten wir nochmal versuchen, das Ganze nochmal zu machen. Und diesmal, denke ich, sollten wir da wahrscheinlich eigentlich springen. Ah ja, genau. Okay, erstmal die Kiste zurückschieben. Ziehen, meine ich. Zurückziehen. So.
Und vielleicht kommen wir doch dadurch. Nein, natürlich nicht. Aber immerhin können wir hier jetzt drauf springen und kommen dann, wie sagt man so schön, ins heilige Licht. Und das mag diese Larve natürlich überhaupt nicht. Und deswegen dürfen wir, wenn es nach ihr geht, jetzt wieder zurück. Und hier auf der Leiter haben wir tatsächlich die Möglichkeit, uns frei nach unserem Willen zu bewegen, was ich persönlich natürlich sehr begrüße. Aber ja, das war nur eine von kurzer Dauer, diese wundervolle Freude. Ich weiß auch nicht genau, warum man sich auf den Leitern dann von selbst bewegen kann. Vielleicht ist das der Larve zu kompliziert. Ich meine, sie scheint ja wirklich nur geradeaus laufen zu können. Und nicht viel mehr. Und mir fällt gerade ein, das war jetzt gerade blöd, denn wir müssen irgendwie versuchen, hier hinzukommen. So. Und jetzt diese Kiste hier schieben. Wenn ich mich recht entsinne. So. Und die Kiste hat keinen Auftrieb. Aha. Das ist blöd. Ich hatte jetzt echt mit ein wenig Auftrieb gerechnet. Oh, und da unten kommt unsere Rettung in Form eines Rohres mit Auftrieb. Ah, ja, also ihr seht, Wasser ist auch so ein eins der Lieblingsthemen dieses Spiels, könnte man sagen. Und springen wir drauf. Und hier hoch und... Ah, danke schön. Netter. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, dass es Vögel sind. Bisher dachte ich immer, es seien Vögel, aber... Inzwischen muss ich sagen, glaube ich das gar nicht mehr so. Und ich glaube, wir sollten, bevor wir irgendwas anderes glauben, einfach mal richtig flott hier hoch, denn... So, immerhin sind wir wieder draußen in der Freiheit. Und finden hier hinten nichts. Das wusste ich. Das hatte ich mir fast gedacht. Ah ja, wenigstens sind wir nicht mehr in diesen blöden Höhlen drin. Können hier rüberspringen. Ah, danke schön dafür. Ja, manchmal sind die Sprünge so ein bisschen tricky. Und wir scheinen irgendwie... Ist das Pflaster oder sind das Schindeln? Oder was ist das? So Holz? Oh, es scheinen Dachschindeln zu sein. Hey. Wir sind also irgendwo... Oben auf einer Stadt. Oh nein, 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 nein. Ja, Glück gehabt. Wer weiß, das Ding hätte jetzt auch runterfallen können. Wer kann das schon wissen? Oh nein. Ja, und jetzt haben wir noch lustige kleine Rätsel mit der Elektrizität dieses Ortes. Haben wir natürlich auch alles wieder eingeschaltet, indem wir hier einfach mal gestorben sind. Probieren wir das Ganze doch nochmal. Jetzt warten wir mal ganz genau. Eins, zwei... Und so. Langsam hätten wir mal rüberspringen können. Lassen das jetzt aber erstmal und schauen, ob es hier nicht noch einen Weg gibt. Ah ja, das sieht eigentlich ganz scheiße aus. Das sieht eigentlich ganz scheiße aus. Deswegen springe ich da einfach mal rüber. Probieren wir das noch einmal. Ein letztes Mal hier. Ich glaube, der Trick ist wirklich, dass man in der letzten Sekunde abspringt. So, genau. Damit man hier auch keine Zeit verliert. So. Und jetzt machen wir erstmal alles kaputt, was wir kaputt machen können. Genau. Okay. Und können jetzt hier am Rohr runterklettern. Perfekt. Mit Rohren, da haben wir natürlich wieder unsere Erfahrung. Und können hier einmal rüber. Perfekt. Und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, den blöden Strom auch. Hallo? Abzustellen, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie will. Ah, danke, jetzt will er. Man darf nur nicht nach vorne drücken. Da ist der feine Herr aber ganz penibel. Wenn man nach vorne drückt und springt, dann macht er sowas nicht. Dann springt er auch nach vorne und dann springt er nicht so ein bisschen hoch und greift mal nach was. Nein. Da hat er keine Lust drauf. Aber ich meine, gut, ne? Lassen wir ihm das, denn ich meine, ja, der hat ja schon einen Shit erlebt in dieser Welt. Und im Hintergrund sehen wir so ganz, ein ganz klein wenig so die Anzeichen davon, dass das alles noch viel, viel größer ist, als wir uns vorstellen könnten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier wirklich runter will. Wollte ich nicht. Zumindest nicht so. Ja. 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 Ah. Also nochmal und ja. Der Rücksetzpunkt hier ist doof, da muss man zu viel wieder machen, was man schon gemacht hat. Ein Hotel ist das hier also. Ja, leider können wir hier nicht schlafen, das wäre aber auch echt zu schön, wenn wir hier jetzt einfach
uns gemütlich in die Kissen hauen könnten. Nein, nein, wir müssen weitermachen. Riesenspinnen, brennende Autoreifen und all das Zeug, das reicht uns natürlich nicht. So, hier jetzt rüber. Perfekt. Nein. So, danke. Kommen wir immer noch ein Stückchen weiter. Ich weiß, irgendwann werden wir wahrscheinlich wieder von den Dächern hier runter müssen, aber bis dieser Tag gekommen ist. Und ich seht euch das hier an. Ein Glasdom, eine Glaskuppel. Ich meine, ist das nicht einfach nur geil, dieses Spiel, was das visuell so alles anrichtet hier. So, hier geht's nicht weiter. Also dann erstmal so eine dicke Leiter holen. Und wir haben da gerade sowieso schon einen schönen Riss reingemacht. Da können wir eigentlich auch... Na, mal sagen, da können wir eigentlich auch gleich nochmal weitere Risse reinmachen. So. Und Mist. Hat wieder nicht geklappt. So wie ich echt gerade. Und diesmal klappt es auch nicht. Ich meine, wir müssen. Ah ja, ich weiß wie. Ja. Ich habe wieder raus, wie es geht. So. Hier an die Schräge. Einmal ganz nach oben klettern. Jetzt hat das Ding nämlich noch genug Geschwindigkeit, damit wir hier durch können. So, den Sprung sollten wir uns auch noch zum Machen trauen. Und dann nutzen wir doch mal diesen Wasserschlauch hier. Um noch tiefer in diese Hölle zu kommen. Oh, geh doch weg. Hör mir doch auf. Hier links finden wir jetzt... Ich wollte gerade sagen, den Tod. Aber wir finden davon ab auch das Schild, den Pfeil. Denn da sind wir eben runtergefallen und gestorben. Ja, und wieder geht's nach rechts weiter. Es geht hier eigentlich immer nach rechts weiter und... Nein, ich möchte nicht. Aber natürlich werden wir hier weiter nach links getrieben. Ich glaube, deswegen muss man sogar diese Apparatur hier zerstören vorher. Fällt mir jetzt gerade wieder ein, weil sonst dieses Viech einen umbringt. Weil man dann eben nicht weglaufen kann, wenn das Ding umfällt. So. Hier ist wieder Licht, deswegen will das Viech mal wieder nicht und wir müssen wieder weiterlaufen. Und irgendwie scheint hier doch alles zerstört zu sein. Also irgendwer hat scheinbar Interesse daran, diese Bauten und so zu schützen, aber die sind alle völlig im Arsch. Und es macht einfach keinen wirklichen Sinn. Warum? Es ist ja auch alles hier kreuz und quer durcheinander. Überall tropft es, überall kommt was runter und ja, irgendwie scheint doch überall dieses helle Sonnenlicht durch. Nur wir sehen davon nicht wirklich viel. Was sehr traurig ist. Manchmal wünscht man sich wirklich, man könnte einfach hinter diese Fassade blicken, aber genau das macht es eben aus. Man möchte so gerne, aber man darf nicht. Man darf es nicht herausfinden. Man darf es einfach nicht, das ist nicht erlaubt. Oh ja, das hier wird noch ein interessantes Rätsel werden gleich. Auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir irgendwie versuchen, diese blöde Larve wieder loszuwerden. Ich meine, wir müssen über diesen Schalter. Nein, wir hätten drauf gemusst. Mist. Okay, bringen wir uns um. Und frei tot. Yay. Und unser. Oh Gott. Ragdoll-Effekte. Ach ja, Limbo. Du weißt schon, was Spaß macht, ne? Du altes Spiel. So, wenn wir auf diesen Schalter treten, dann. Genau, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir langsamer werden. Und ich bin eben zu weit gelaufen. Ja, denn damit aktivieren wir diese Säge. Oh, Jesus. Oh, Gott. Nein, damit aktivieren wir diese Säge natürlich. Und wie gesagt, lassen da, oder wie ihr gerade gesehen habt, lassen wir diese Kiste auch fallen. Deswegen müssen wir langsam sein, damit es uns nicht auf den Kopf fällt. So. Dann können wir hier, wenn wir ganz geschickt sind, drüber springen. Und alles ist gut und wir finden diese lustigen Vögel und die können das für uns auffressen. Und hier ist der Tod. Das ist richtig creepy, wenn er dann noch so seine kleinen weißen Augen schließt. Oh Gott. Ja, nichts als der Tod erwartet uns da. Und wenn wir jetzt hier mutig rüberspringen, kommen wir hier mutig rüber. Und sind ganz mutig und toll und klasse und dürfen schauen. Wir werden jetzt wieder zurückkommen, denn das ist gar nicht mal so einfach.
hat viel zu tun mit unter anderem Schwerkraft. Und so macht man es nicht. Ja, hat einiges zu tun mit, doch, jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Also hat was zu tun mit Schwerkraft, hat was zu tun mit Physik und damit, wie man die auszunutzen weiß. Denn wir müssen jetzt erstmal hier so ein bisschen hin und her, um diesen dicken, ich weiß es nicht, Stahlträger oder so, erstmal vernünftig in Bewegung zu versetzen. Und wenn wir das geschafft haben und schnell genug sind, kommen wir hier rauf. So, nächster Punkt. Diese Geräte einsetzen zusammen, um so schließlich aber nicht zuletzt genug Bewegung zu erzeugen, um hier rüber zu kommen. So, ich glaube, das war es sogar schon. Das hatte ich mir alles irgendwie immer noch... Das hatte ich alles so ein bisschen schwerer und komplexer in Erinnerung, aber dann scheint es doch nicht so schlimm gewesen zu sein, wie ich dachte. So, das hier können wir tatsächlich aktivieren und benutzen. Bringt uns in dieser Form jetzt natürlich erstmal nichts, deswegen sollten wir auf jeden Fall versuchen, das hier einzusetzen. Eine schöne Kiste. Mit dieser schönen Kiste, die wir hier haben, wollen wir auch gleich noch was machen. Zunächst einmal machen wir aber das hier. So. Dieses Rätsel kann auch wieder wirklich, wirklich schwer werden. Und es kann einen wirklich, wirklich, wirklich verwirren. So. Deswegen zum Beispiel. Aber nicht verzagen, Papa fragen. Da gibt es natürlich wieder einige kleine Tipps und Tricks, was man da machen könnte. Zum Beispiel das hier. Wenn man jetzt nämlich schnell genug ist und dieses Ding hinten hält, so. Dann geht die Kette runter. So. Und das Ding liegt hier auf dieser Waage und man kommt hier weiter. So. Ja, das sind all diese schweren Rätsel, wo ich echt mal ewig lange überlegt habe. Inzwischen ist dem zum Glück nicht mehr so. Jetzt muss ich gucken, was dieser Hebel hier macht, wenn ich diese Kiste nicht mehr bewegen muss. Dankeschön. So, die müssen wir nämlich hier haben. Und dann kommt hier ein Seil runter. Und da können wir dran hoch. Aber ich glaube, das reicht noch nicht genauso. Jetzt können wir nämlich... Ah, ja, ja, ja. Jetzt weiß ich wieder, wie das geht hier. Jetzt bin ich wieder voll drin in der ganzen Klose. So, und ein bisschen schwingen. Oh, nein, nein, nein. Nicht so hoch. Ah, denn ja, hier gibt es, wie ihr wisst, Falling Damage. Und insofern... muss ich jetzt einmal gerade überlegen. So, die muss, glaube ich, als erstes... Ah, nee, ah, das war doof. Das war schon falsch. Das war schon wieder falsch hier. Das war schon wieder alles nicht richtig, was ich hier gemacht habe. Jetzt ein bisschen warten. So. Genau. Wenn das nämlich da drauf geht, dann geht das nicht und dann müssen wir das nochmal machen. So, also wie funktioniert dieses Rätsel? Ganz einfach, wir müssen an sich versuchen, die beiden Kisten irgendwie übereinander zu kriegen, sodass wir auch noch beide drauf kommen. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen ganz kurz warten. So, jetzt schnell hier hinten rüber rennen. Wir brauchen einfach nur genug Zeit, um das hier rauf zu kriegen. So, dann beide nach vorne. Und ganz, ganz schnell, bevor die Säge ankommt, hier rauf. So. Das hier ist also wirklich wieder überwiegend so ein Timing-Rätsel und nicht viel mehr. So. Und, oh mein Gott, was war das gerade? Ah ja, ich denke, meine Besten, das werden wir am besten in einer nächsten Folge herausfinden. In dem Sinne, ich bin Marc. Ich hoffe sehr, diese Folge von Limbo hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.